Und jetzt machen wir wieder hier den Test im Treppenhaus mit Beleuchtungswechsel. Wieder Treppe steigen, hoch und runter. Wechselnde Lichtverhältnisse, wechselnde Lichtfarbtemperaturen, vor allem hier im dunklen Bereich, wie er da mit Rauschen umgeht. Bildschärfe, Ton, alles was man halt so in einem Video verwendet. So, Licht von oben. Tageslicht, Kunstlicht, Bewegungen hoch und runter. Wie gesagt, Modell Samsung S8, Standard, kein Plus oder irgendwas. Ganz normales Modell mit der rückseitigen Hauptkamera, 12 Megapixel und ein geschalteter Videostabilisierung. So. Licht von vorne, Licht von hinten und nochmal. Mal schauen, wie der Fokus auf dem Gesicht liegt. Beleuchtung, Rauschen oder ähnliches. Vorteil von der Kamera natürlich auch noch, beziehungsweise von dem Handy, IP68. Die Kamera ist wasserdicht. Und Schwabe nimmt sie immer bei der DLRG mit ins Tauchtraining, mit ins Becken unter Wasser. So, für einen ersten Eindruck sollte das reichen.